Die TV-Welt musste sich Filip Pavlovic erst erobern. Bevor er 2018 als Kandidat bei Die Bachelorette um das Herz von Nadine Klein buhlte und im Anschluss in Formaten wie Bachelor in Paradise oder Like Me, I'm Famous zu sehen war, versuchte sich der 1,82 Meter Mann auf anderen Karrierewegen. Filip Pavlovic, der im Juni 1994 in Hamburg zur Welt kam und sowohl kroatische als auch bosnische Wurzeln hat, begann zwar mehrere Berufsausbildungen, doch der Zwillingemann sah sich weder als Kfz-Mechatroniker noch als Glaser. Kaum waren die Ausbildungen abgebrochen, versprach ein Studium zum Fitnesstrainer neue Karrierechancen. Doch auch in diesem Job fühlte sich Filip nicht hundertprozentig wohl. Einen Job hat der TV-Star neben seiner Fernsehkarriere trotzdem. Gemeinsam mit seiner Mama hat der Hamburger ein Reinigungsunternehmen gegründet. Filip Pavlovic mag sich seine TV-Prominenz mit Kuppelformaten erarbeitet haben, doch die große Liebe hat der Blondschopf trotz Bachelorette und Bachelor in Paradise nach eigenem Bekunden noch nicht gefunden. Bis seine Traumfrau auf der Matte steht, hat der Hamburger immerhin genug Zeit, seinen Hobbys zu frönen. Filip Pavlovic powert sich am liebsten beim Sport aus, spielt Fußball, steht beim Training im Boxring oder schwitzt beim Kraftsport. Und sollte sich Filip Pavlovic mit seiner Firma, seinen Jobs im Reality-TV und seinen Hobbys nicht ausgelastet fühlen, gäbe es noch ein anderes Standbein. Der einstige Bachelorette-Boy hat bereits erste Gehversuche als Rapper unternommen. Seine erste Single mit dem Titel Benz AMG in Weiß erschien 2019, doch seitdem liegt Filip Pavlovics Musikkarriere auf Eis. 2021 beginnt für den TV-Star ohnehin mit einem anderen Projekt. Im Januar 2021 ist Filip Pavlovic neben 11 anderen Promis in Ich bin ein Star, die große Dschungelshow bei RTL zu sehen.